In seiner Karriere als Spieler hat Marcel Koller nur gerade für einen einzigen Verein geshootet, für Zürcher Grasshoppers nämlich. Der 57-Jährige ist ein GC-Urgestein. Mit GC ist er als Spieler 7-mal Meister geworden und dazu Anna noch 5-mal Göpsieger. Aber er ist auch Meister geworden als Trainer von GC. Er ist nämlich der letzte GC-Meistertrainer 2003. Ist das gewesen. Jetzt aber sind seine Farben nicht mehr weiss-blau, sondern blau-rot. Seit dem Donnerstag ist Marcel Koller der neue Trainer des FC Basel. Sein erster Einsatz mit dem FCB hat er aber heute oben ausgerechnet gegen, ja genau, gegen GC gehabt. GC-Urgestein Marcel Koller soll den Basler Abwärtstrend stoppen und den FCB wieder in die Erfolgsspur führen. Ex-FCB-Erfolgscoach Thorsten Fink braucht als GC-Trainer dringend Punkte. Ein Klassiker unter besonderen Voraussetzungen. Basel gegen GC. Koller gegen Fink. Achter gegen Zehnter. Sieglos gegen Punktelos. Hätte man vor einiger Zeit so auch nicht erwartet. Etwas unerwartet in der Startformation bei Basel, Dimitri Oberlin hier am Ball. Auf Fabian Frey, Ayeti mit der ersten Chance in der ersten Minute. Und es geht fulminant weiter mit Dimitri Oberlin. In Neuenburg nur auf der Tribüne, jetzt im Zusammenspiel mit Zuffi. Oberlin fast mit der Führung. Dimitri Oberlin sehr auffällig in der Startphase. Trifft den Ball beim Abschluss aber nicht wunschgemäß. Marcel Koller möchte den Ball laufen lassen. Wenig hohe Bälle, Kombinationsspiel ist angesagt. So wie hier. Ayeti mit der Hacke. Zuffi, Tor! Luca Zuffi zuletzt gescholten, jetzt mit der Basler Führung in der 8. Minute. Marcel Koller freut sich gegen innen. Wunderschön vorbereitet von Ayeti und präzise abgeschlossen von Luca Zuffi. Auftakt nach Maß für Basel. Erstes Saisontor für Luca Zuffi. Nach 23 Minuten Trinkpause die Chance für Anweisungen und Korrekturen üben wie drüben. Basel bleibt am Drücker. Eckball Zuffi auf Riveros. Kopfball von Wolfswinkel, der zwingt Lindner zu einer Flugeinlage. Da muss er sich mächtig strecken, der Österreicher im GC-Tor. Weniger überzeugend ein anderer GC-Österreicher, Raphael Holzhauser. Was für ein schlampiger Rückpass direkt auf Ayeti. Zuffi, Frey, Tor! 2:0, 39. Minute. Fabian Frey, der nächste viel kritisierte, der genau trifft. Endlich wieder auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld nutzt er die Möglichkeiten, in den Abschluss zu gehen. Und wie. 2:0 der Pausenstand vor 25.300 Zuschauern. Ja, so gelöst wie vor der zweiten Halbzeit hat man die Basler schon lange nicht mehr gesehen. Ist das schon der Koller-Effekt? Stürmer van Wolfswinkel muss auch defensiv viel arbeiten. Tut er hier fahrlässig, bringt Kühmart in Schwierigkeiten. Ja, mehr noch. Foul gegen Holzhauser, gelb. Und weil Kühmart schon gelb hatte, Platzverweis nach einer Stunde. Basel in Unterzahl, GC mit dem Freistoß. Sigur Jonsson. Omlin mit einer Glanzparade. Klasse Freistoß von Sigur Jonsson. Noch besser Jonas Omlin. Basel nur noch zu zehnt, aber mit Konterchancen. Widmer auf Ayeti, 3:0, 64. Minute. Was für eine Antwort auf den Platzverweis. Naiv verteidigt von GC, stark kombiniert von Basel. So kann man auch in Unterzahl Tore erzielen. Freistoß Zuffi. Van Wolfswinkel müsste das 4:0 erzielen. Der Ärger von Lindner über das Abwehrverhalten seiner Vorderleute verständlich. Und es wird nicht besser. Bua, der ist nach der Pause für Omlin gekommen. Van Wolfswinkel macht sein Tor doch noch. 4:0, 68. Minute. Jetzt hat auch Marcel Koller so richtig Spaß. Und die GC-Bilanz nach 7 Minuten Überzahl. 2 Gegentore. Da kann man als GC-Trainer nur noch ungläubig die Augen reiben.
Schaffen die Grasshoppers zumindest das erste Saisontor? Ja, Nabil Bahawi in der 72. Minute mit der GC-Torpremiere. Große Freude kommt da allerdings nicht mehr auf. Dann gibt es ein Geschenk von Riveros. Klares Foul, klarer Penalty. Sigur Jonsson scheitert an Jonas Omlin. Geze bleibt aber dran. Cvetkovic, nochmals Omlin und nein, nicht nochmals Penalty. Jonas Omlin zeigt schon die ganze Saison starke Leistungen. Das 4:2 fällt dann aber doch noch. 87. Minute, Djuricin, zwei Kopfballtore von Geze. Jetzt sieht das Ganze zumindest wieder etwas besser aus Zürcher Sicht. Und es gibt sogar nochmals einen Penalty, wieder nach einem Foul von Riveros in der 91. Minute. Diesmal läuft Djuricin an. Und auch er vergibt. Jonas Omlin hält zwei Penaltys in einem Spiel. Wahnsinn. Das war's dann aber auch. Thorsten Fink muss mit Geze weiter auf den ersten Punkt warten. Unterliegt in Basel mit 2:4. Wir sind nicht zufrieden, das ist klar. Wir haben jetzt 0 Punkte. Jetzt kommen Gegner, die müssen einfach niederringen. Das ist zumindest mal das, was auf Augenhöhe ist im Moment. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch näher an die Top 3 hinkommen können. Das hat die Mannschaft in einzelnen Situationen gezeigt und daran müssen wir auch weiter glauben. Marcel Koller dagegen feiert einen gelungenen und spektakulären Einstand als Basel-Trainer. Ja, er hat auch einen Grund zu lachen, der Marcel Koller. Jetzt wollen wir noch hören, wie er seinen Einstand erlebt hat. Hier ist das Interview mit ihm. Marcel Koller, recht herzliche Gratulation. Erster Match mit dem FC Basel, erster Sieg. Wie haben Sie den Match gesehen? Ja, auf und ab. Und es war unglaublich spannend. Und wir haben, also Geze hat gut gespielt, hat ein gutes Spiel abgeliefert. Bei uns haben wir natürlich schon gesehen, dass in zwei Tagen das schwierig ist, alles zu vermitteln. Wir haben aber gut gespielt. Wir haben auch Goal geschossen, die ja natürlich sehr wichtig sind. Wir haben das schön ausgespielt und haben dann mit der roten Karte nochmal Probleme bekommen. Geze hat dann noch mehr Druck gemacht und dann haben wir mit dem Jonas fantastische Goalie drin gehabt, wo frisch aus dem Goal der 2 Penalty ist. Fantastisch war für uns. Sie haben gesagt, ganz kurz Zeit haben Sie noch gehabt, um die Mannschaft auf den Match vorzubereiten. Was kann man überhaupt machen? Ja, es ist wichtig natürlich zu schwätzen und versuchen, Selbstvertrauen reinzuimpfen. Wir können es nicht einspritzen, wir müssen mit ihnen schwätzen. Wir müssen auf dem Trainingsplatz eben in 2 Einheiten versuchen, das mitzugeben. Teambesprechungen, wo man positiv ist und versucht dann das Ruder rumzureissen. Und das hat zum Glück geklappt. Es ist wichtig, das Spiel jetzt zu gewinnen, aber es geht weiter. Es ist ein sehr intensiver Rhythmus. Sehr gut regenerieren und dann schauen, dass wir wieder den Unterschied bereit sind.